Hallo Menschen, da jetzt bereits 6 Monate dieses Jahres vorüber sind, wird es Zeit, dass ich mir mal meine guten Vorsätze etwas anschaue, beziehungsweise die Aufgaben, die ich mir so fürs Jahr 2016 gestellt habe. Da ich bei einer Sache jetzt schon sehr auffällig gemerkt habe, dass ich das entweder ignoriert habe oder auf jeden Fall nicht in die Richtung hinarbeite, die ich mir vorgenommen hatte. Fangen wir an. Das erste war, dass ich mir überhaupt mal aufschreiben wollte, was ich für Bücher ausgebe, weil ich das noch nie gemacht hatte. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Geld da jedes Jahr reinfließt. Und das habe ich auch geschafft. Ich glaube, ich habe sogar jedes kleine Buch, wenn ich irgendwann mal im Urlaub war und mir nur eins gekauft habe, habe ich mir alles gemerkt und aufgeschrieben. Und da sind wir jetzt nach 6 Monaten bei 274,49 €. Das ist schon viel, aber für mich tatsächlich okay. Ich weiß, andere Leute haben sich 100 € fürs ganze Jahr vorgenommen und so, aber Bücher sind halt mein Hauptding. Ich meine, ich arbeite in dem Bereich, es ist mein Hobby. Es ist schon in Ordnung, da Geld reinzustecken für mich. Aber ich fand es vor allem interessant, falls man mal wirklich sparen muss, zu wissen, wie viel ich denn tatsächlich einsparen könnte, wenn ich mir einen Bibliotheksausweis zulege oder dergleichen. Also das war einfach so ein Interesse von mir, dass ich das mal wissen wollte. Das zweite war dann aber nicht immer nur aufs Geld zu achten, wenn ich mir denn mal was Neues kaufe. Das heißt, nicht irgendwie 10 Taschenbuch-Mängelexemplare, bei denen ich mir sage, naja, als Mängelexemplar nimmst du es mal mit und dafür halt schon wieder nicht das eine neue Hardcover, was mich aber wirklich schon lange interessiert. Das wollte ich so ein bisschen ausgleichen und ich würde sagen, das habe ich schon geschafft. Ich habe mir, wenn ich mich recht erinnere, mal 3 Mängelexemplare gekauft und auch eine Gebrauchtbuchbestellung, aber zum Beispiel auch bei den Comics mir dann einfach mal gesagt, komm, ist egal, dass die teuer sind, die sehen großartig aus, die hättest du jetzt gerne. Also ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Also ich meine, ich will natürlich mein Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen, aber nicht immer nur so dieses Schnäppchen, 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 sondern ich will auch, dass das Geld irgendwie da ankommt und dass die schönen Sachen unterstützt werden, die ich gut finde. Dann kamen 2 Aufgaben, die sich so ein bisschen widersprachen. Das erste war, ich möchte weiterhin so vielseitig wie möglich lesen. Das heißt, vielleicht nicht nur die großen Bestseller aus den USA, die irgendwie sowieso jeder mitbekommt, aber auch nicht auf Teufel komm raus. Also, wenn ich jetzt nur Lust auf einen männlichen Autor aus den USA hatte, dann natürlich werde ich ihn lesen. Aber ich wollte halt mal so weltweit schauen, auch verschiedene Themen, verschiedene Herkünfte und so weiter und so fort. Und andererseits wollte ich meinen Stapel ungelesener Bücher doch etwas abbauen, weil er einfach Ausmaße angenommen hat, die mich nicht mehr zufriedenstellten. Auf diesem Sub waren allerdings eine ganze Menge, ich sag mal jetzt so normale Autoren, die man so kennt, viel USA, wenig Frauen, einfach nichts großartig Besonderes. So, das heißt, die 2 Sachen waren so ein bisschen sich so etwas widersprechend. Und ich muss sagen, ich habe leider beide Ziele nicht wirklich erreicht. Das erste, ich merke jetzt schon so in meiner Excel-Tabelle, ohne dass ich es jetzt gezählt hätte, die USA dominiert auf jeden Fall, sieht zumindest so aus. Ich meine, ich habe auch inhaltlich schöne neue Perspektiven kennengelernt, viele Sachen, die mich zum Nachdenken anregen, vor allem so in die soziale Richtung. Das ist schon schön, dass das vielfältig bleibt, aber ich hätte schon gern noch so ein paar andere Ecken der Welt. Es gibt Länder, aus denen ich noch gar nichts las. Da ist auf jeden Fall Platz nach oben. Und was den Sub betrifft, in dem Video nannte ich ja keine Zahlen, aber in den Kommentaren hat mich da mal jemand gefragt und ich glaube, Anfang Januar war mein Stand bei 68 ungelesenen Büchern. Und dann hatte ich aber Ende Januar noch Geburtstag und habe bestimmt 10 Bücher dazu gekriegt. Also ich sag mal, 78 waren also am Anfang des Jahres da und ich hatte mir gedacht, das auf 30 zu reduzieren wäre eine gute Zahl. 30 ist so eine Sache, da würde ich mich wohlfühlen, da habe ich noch eine ausreichend große Auswahl und trotzdem werde ich nicht erdrückt. Und ich bin aktuell bei 81. Das heißt, das habe ich komplett verkackt, um es erstmal so auszudrücken. Ich bin auch ehrlich gesagt von mir selber überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch einer dieser Menschen bin, denen es anscheinend schwerfällt, einfach mal nichts zu kaufen. Ich dachte vorher immer, das kann doch nie so schwierig sein. Das lerne ich gerade über mich selbst. Ich meine, ich habe mir sowas noch nie vorgenommen. Ich musste nie, oder müssen tut es natürlich keiner, aber ich wollte meinen Sub auch nie abbauen. Und ja, lerne mich gerade selbst ganz neu kennen. Und das ist irgendwie nochmal besonders erschütternd, wenn man darüber nachdenkt, dass ich seit Januar tatsächlich jeden Monat mindestens 10 Bücher las, meistens sogar etwas mehr. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was ich tatsächlich gelesen habe und dass mein Sub trotzdem noch stieg, dann wird das nochmal besonders unschön. Ja. Ich nehme das jetzt wirklich für die zweite Hälfte des Jahres nochmal vor. Also das ist gerade so ein bisschen mein Hauptvorhaben. Die anderen, okay, ja, sind mir auch wichtig, aber das würde ich wirklich gerne etwas reduzieren, zumal es auch
in meinen Gedanken, ich habe schon mal ansatzweise davon geredet, so ein bisschen die Basis ist für ein Vorhaben, was ich 2017 eigentlich habe, was ich aber nicht angehen möchte, solange ich noch so viele ungelesene Bücher hier habe, weil ich mir dafür halt auch ein paar neue kaufen möchte und das kann ich mit mir selber nicht so richtig vereinbaren. Ich mag das nicht, wenn man Geld ausgibt für Dinge, die man nicht nutzt oder im Fall von Büchern eben liest. Und ja, ich werde mir das, glaube ich, als Ansporn auch so ein bisschen jetzt immer unter die Videos schreiben, wie viele ich tatsächlich gekauft habe und wie hoch jetzt nun mein Substand ist und so weiter, damit ich das mir auch immer wieder vor Augen führe. Denn tatsächlich habe ich mir zwar aufgeschrieben, wie viel ich für Bücher ausgebe, aber nicht, wie viele Bücher ich mir jeweils gekauft habe. Vielleicht ist das dann nochmal ein Ansporn. Ein weiteres Vorhaben dieses Jahr war, dass ich mich bei Comics mehr auf die Qualität und die Kunst dahinter konzentrieren möchte und nicht so sehr irgendwie vielleicht auf Hypes oder jetzt nochmal Superhelden-Comics probieren und dergleichen. Und das habe ich ganz gut geschafft, vor allem bei den Comics, die ich mir gekauft habe. Ich lese auf Arbeit auch immer mal so irgendwas zwischendurch, aber da muss ich mich halt auch an das halten, was wir auf Arbeit haben. Und ich lese auf Arbeit nicht gerne jetzt so irgendwie schwere Literatur, sondern Comics ist halt echt eine gute Arbeitslektüre, weil man halt nicht jetzt 10 Minuten am Stück sich da in das Buch vertiefen kann, sondern immer so ein bisschen durchblättert. Aber ansonsten, was ich mir gekauft habe, das waren wirklich großartige Bücher, die ich auch immer noch empfehlen kann. Dann hatte ich noch so ein Vorhaben, was darauf hinauslief, dass ich die ungelesenen Bücher in meinem eigentlich gelesenen Regal endlich mal lesen möchte, die ich nur da reingestellt habe, weil sie halt so ein bisschen hübsch aussehen, so große Ausgaben sind. Und ich muss sagen, das ist auch so etwas, was etwas schief ging. Ich begann das ganz euphorisch schon im Januar. Ich dachte mir, ich mache mich da jetzt dran und schnappte mir so eine Märchensammlung und die zog sich so lange hin. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich sie beendete. Ich glaube im Mai oder im April. Und das hat das ganze Projekt etwas stocken lassen. Ich muss aber sagen, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich glaube, wenn sie 2016 einfach immer noch ungelesen sind, dann nehme ich sie jetzt einfach mal raus. Also ist egal, dann stehen halt diese Reihen nicht zusammen, okay, aber dann hat sich das Thema eigentlich auch schon erledigt, weil dann stehen sie ja nicht mehr in dem Regal, in dem sie mich stören. Dann gab es noch so ein Forum, was auch nicht das Wichtigste war. Es ging darum, offene Reihen zu beenden und das habe ich so zur Hälfte geschafft, indem ich Ancillary Justice zu Ende las, also die Reihe heißt, glaube ich, Imperial Rudge, indem ich auch mit A Darker Shade of Magic weitermachte, indem ich aktuell Harry Potter wieder weiterlese, was ich ja schon mal begann bis zu Band 3, indem ich schon den zweiten Teil der Silo-Reihe da habe. Was ich nicht las, ist die Lange Erde bis jetzt und die Hexerreihe. Ich glaube auch aktuell, ich sag mal, wenn ich weiß, also ich möchte wirklich erstmal so immer jetzt eins nacheinander abschließen. Ich werde jetzt nicht einen Hexerteil lesen und dann die Lange Erde und dann nochmal mit The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making ja, weitermachen. Sondern wenn, dann kommt das jetzt so nacheinander. Das war ja auch nur so eine Sache, es fühlt sich halt immer schön an, Reihen zu beenden. Und ich bin eigentlich kein großer Freund von Reihen. Ich mag Bücher, die in einem Buch eben auch abgeschlossen sind, aber manchmal interessiert mich halt die Geschichte dahinter so sehr, dass ich auch eine Reihe beginne, aber das ist immer so eine Sache. Ich bin sehr schlecht mit Reihen, das habe ich schon festgestellt. Und wenn ich sie dann mal durchziehe, dann glaube ich so am Stück jetzt in Zukunft. Und dann kamen noch zwei Dinge, die jetzt auch nicht das Wichtigste in meinem Leben waren, aber ich hatte immer natürlich, wie jeder wahrscheinlich, so große Namen im Hintergrund, die ich noch nicht gelesen habe. Zwei davon ging ich tatsächlich an, nämlich Schuld und Sühne nannte ich direkt und Tolstoi, bei dem ich jetzt Krieg und Frieden gleich las. Aber viele sind natürlich immer noch ungelesen. Virginia Woolf zum Beispiel fällt mir da ein. Der Mann ohne Eigenschaften steht noch hier, aber das ist ja auch so eher eine Lebensaufgabe. Das hatte ich mir nicht für dieses Jahr vorgenommen. Und dann gab es als letztes noch Chrissys Lese-Challenge. Die habe ich tatsächlich sehr fleißig bearbeitet und zwar auch immer in dem Monat, in dem es so vorgegeben war. Das ist ja auch mehr so eine Abhakungssache. Also, das heißt immer, diesen Monat könntest du mal das und das lesen und dann suche ich ein Buch, was dazu passt. Das ist ja eher so eine spaßige Sache. Und das war es auch schon. Das heißt, so Hälfte, Hälfte. Ich bin nicht so super zufrieden mit mir, habe mir aber auch früher nie so viel vorgenommen. Ja, mal schauen. Hauptsächlich möchte ich jetzt an meinem Stapel ungelesener Bücher arbeiten. Ich weiß, das ist so eine typische Sache für BookTube. Es nervt mich fast selber schon, dass ich so darüber reden muss oder möchte. Aber es wäre mir wirklich ganz lieb. Also mein großer, großer Traum wäre tatsächlich mal, den Sub, so wie er jetzt ist, komplett abzubauen auf null und quasi von vorne anzufangen, nochmal sich jetzt neue ungelesene Bücher anzuschaffen. Das könnten ruhig auch wieder mehr werden, wenn es dann halt 50 sind, aber aktuell hätte ich schon Lust, also ich meine, ich mag die Bücher auch alle noch, die da stehen, aber ich habe Lust, die sollen jetzt endlich mal weg, die sollen jetzt gelesen werden. Und ja, aktuell ist noch so ein bisschen das Ziel 30, auch wenn ich mich daran halten muss. Wir werden sehen. Schreibt mir gerne, wie es mit euren Vorhaben dieses Jahr aussieht. Ich weiß, viele machen das auch gar nicht und lesen vor sich hin, ist auch vollkommen in Ordnung. Oder ihr könnt etwas zu meinen Sachen kommentieren. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.